Wir setzen jetzt mit Tagesordnungspunkt 10 fort, dem Konzept zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, kurz Integrationskonzept, Tagesordnungspunkt 10. Wir steigen ein in, wie es üblich ist, wir haben einen Ersetzungsantrag, CDU, den bitte ich zunächst einzubringen, und in der Fraktionsrunde würde danach die SPD-Fraktion beginnen. Wer macht es? Einbringung CDU-Fraktion? Frau Walter. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Gäste. Die CDU bringt heute hier einen Änderungsantrag ein, und zwar mit der Rücküberweisung des Konzeptes zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund an die Verwaltung mit der Aufgabe, noch detaillierter zu prüfen. Wir haben einen sehr umfangreichen Katalog beigelegt. Wir wünschen unter anderem, dass die Voten der Ortsbeiräte und Ortschaftsräte zum derzeit vorliegenden Konzept durch die Verwaltung noch einmal bewertet werden, ihre Realisierbarkeit geprüft und gegebenenfalls in die Bearbeitung des Konzeptes aufzunehmen ist. Darüber hinaus haben wir auch einige Fragen formuliert, die wir doch mit mehr Hintergrund beantwortet haben wollen, bevor wir hier eine Entscheidung treffen. Das betrifft unter anderem die Forderung nach einem Wahlrecht für Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten, die Forderung nach einem uneingeschränkten Zugang zum solidarisch finanzierten deutschen Gesundheitssystem und die Forderung nach einer Ausweitung der Öffnungszeiten kommunaler Schwimmhallen ausschließlich für muslimische Frauen. Ich möchte auch noch deutlich sagen, es handelt sich jetzt nicht um eine Ablehnung, sondern wir wollen dies einfach weiter untersetzt haben wollen. Darüber hinaus vermissen wir Pflichten und da würde ich auch in meiner Begründung noch mal kurz einen Satz dazu verlieren, was die Gruppe der Migranten angeht. Das heißt, Pflichten, Rechte und Pflichten gibt es auf beiden Seiten, und auch hier wollen wir das doch etwas deutlicher definiert haben. Ja, danke. Wer, wohin, warum und vor allem wie integriert werden soll, das sind die Fragen, die viele Dresdnerinnen und Dresdner beantwortet haben wollen und auf deren Verlässlichkeit bei der Umsetzung sie vertrauen möchten. Dass Krieg und Verfolgung, Wissenschaft und Kunst, Fachkräftemangel, Demografie, es gibt sehr viele Gründe, warum Deutschland Menschen anderer Nationen bei sich aufnimmt. Diese Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die deutsche Gesellschaft ist hierbei genauso in der Verantwortung wie diejenigen, die hier leben wollen. Wie Letzteres gefördert und gefordert werden soll, das gilt es ebenfalls zu betrachten. Das vorliegende Integrationskonzept 2015 bis 2020 ist eine mit viel Fleiß und Zeitaufwand zusammengetragene Ideensammlung der Stadtverwaltung zu möglichen Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Um jedoch als praktische Arbeitsgrundlage zur Umsetzung dieser Maßnahmen zu dienen und damit zu einem Gelingen von Integration beizutragen, bedarf dieses Konzept noch einer weiteren Qualifizierung. Nicht nur an der Ballsporthalle hing eine lange Liste von Hinweisen, auch an diesem uns vorgelegten Konzept hingen insbesondere aus den Ortsbeiräten und Ortschaften viele Änderungs- und Ergänzungsvorschläge. Der federführende Ausschuss Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit hat eine Beschlussempfehlung vorgelegt, wo ein Teil der vielen Änderungs- und Ergänzungshinweise noch aufgenommen werden sollen. Hierzu hat sich die CDU enthalten, da sie weiteren Prüfungsbedarf sieht. Dass diese Überlegung einer weiteren Prüfung nicht unberechtigt ist, zeigt die kritische Stellungnahme der Verwaltung vom 26. Mai zum Punkt E der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Hier wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Kapazitäten des Welcome-Centers nicht ausreichen, um die gewünschten zusätzlichen Leistungen zu erbringen. Es besteht also Prüfungsbedarf, wie weit die Maßnahme realistisch umsetzbar ist. Im Integrationskonzept
2015 bis 2020, welches die Fortschreibung des Integrationskonzeptes von 2009 ist, vermissen wir zudem eine Analyse über die Erfolge und die Fehler, die bei der Integration der unterschiedlichen Personengruppen gemacht wurden. Eine zielgruppenspezifische Analyse des Ist-Zustandes, verbunden mit der Evaluierung der bisher erprobten Maßnahmen, bildet für uns die Grundlage für die Darstellung des konkreten Bedarfs an zukünftige Integrationsleistungen. Für ein tatsächliches Gelingen der vorgeschlagenen Integrationsmaßnahmen ist auch eine genauere Definition von Verantwortungsbereichen und eine finanzielle Untersetzung der verschiedenen Maßnahmen unumgänglich. Eine Weiterqualifizierung der guten Ansätze des vorgelegten Integrationskonzeptes wird dem tatsächlichen Erfolg dieser wichtigen Aufgabe zuträglich sein. Die im Haushaltsplan 2015-2016 beschlossenen Mehrbedarfe sollten konkretisiert den einzelnen Maßnahmen, welche 2015 und 2016 umgesetzt werden sollen, zugeordnet werden. Unsere Fraktion legt sehr hohen Wert darauf, ein sehr gutes, zielorientiertes und realistisch umsetzbares Integrationskonzept auf den Weg zu bringen. Die Vielzahl der Hinweise und Anregungen aus dem bisher erfolgten Beteiligungsprozess und letzten Endes auch die umfangreichen Ergänzungen des federführenden Ausschusses zeigen die Notwendigkeit einer weiteren Bearbeitung. Nehmen wir uns die Zeit und bringen wir die erforderliche Sorgfalt auf, um ein Integrationskonzept auf den Weg zu bringen, hinter dem wir alle stehen, welches Ziele formuliert, Meilensteine setzt, umsetzbar und abrechenbar ist. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu und lassen Sie uns eine vollständige Leistung abgeben. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Beginnt die SPD-Fraktion, Herr Triefs. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, sehr geehrte Gäste, an allererster Stelle möchte ich auch hier nochmal Frau Winkler danken für dieses Konzept, was sie uns heute vorgelegt hat. Wenn man in Betracht zieht, mit welchen Ressourcen das Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten arbeitet und wie umfangreich dieses Konzept ist und wie vielschichtig dieses Konzept ist, nötigt das schon Respekt ab, was dort erarbeitet wurde. Und ich denke, deswegen ist dieser Dank auch angebracht. Ich will vier Gründe nennen, warum wir der Meinung sind, dass das ein gutes Konzept ist, was uns heute vorgelegt wurde. Der erste Grund, den ich nennen will, ist die breite Zielgruppe, die innerhalb dieses Konzeptes angesprochen wird. Das Konzept richtet sich sowohl an Asylsuchende, die noch in ihrem Anerkennungsverfahren sind, es richtet sich aber auch an Flüchtlinge, die bereits einen befristeten Aufenthaltsstatus haben, es richtet sich an Migrantinnen und Migranten in Dresden, die schon seit langer Zeit hier sind oder sogar einen unbefristeten Aufenthaltstitel haben, es richtet sich auch an deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und selbstverständlich, und das gehört zu einem gelungenen Integrationskonzept dazu, richtet es sich auch an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, denn Integration ist, wie bekannt, ist keine Einbahnstraße und kann nicht nur durch Migrantinnen und Migranten geleistet werden. Ein zweiter Grund, warum das hier ein gutes Konzept ist, über das wir heute diskutieren, ist der breite Ansatz, den wir in diesem Konzept finden. Es werden 11 gesellschaftliche Handlungsfelder thematisiert, und darunter auch, wie beispielsweise das Thema politische Teilhabe, die frühkindliche Bildung oder der Sport, gesellschaftliche Handlungsfelder, die beim Thema Integration normalerweise nicht direkt im Vordergrund stehen. Das zeigt auch, dass dieses Konzept ganzheitlich an die Thematik und an die Frage nach Integration rangeht und dass wir hier mit einem Konzept vorliegen haben, mit dem wir in den nächsten 5 Jahren arbeiten können. Daran direkt anschließend der dritte gute Grund, warum wir diesem Konzept zustimmen sollten. Es ist im Gegensatz zu dem, was die CDU behauptet, sehr konkret. Man muss sich nur mal die über 60 Maßnahmen anschauen, die innerhalb dieses Konzeptes oder die in diesem Konzept stecken, was auch ein relevanter Unterschied zu dem Konzept von 2009 ist, in dem die Maßnahmen beispielsweise nicht so konkret benannt waren, wie das heute der Fall ist. Dazu gehören natürlich generelle Maßnahmen wie die kulturelle Öffnung der Stadtverwaltung, die natürlich auch nur über Mehrsprachigkeit geht.
Da sind aber auch ganz konkrete Punkte drin, wie das Anreize schaffen für den Kita-Besuch von Kindern aus Migrationsfamilien, um da nochmal das ganz kurz anzureißen. Die 60 Maßnahmen haben Sie sicherlich alle auch angeschaut. Und der vierte und letzte Grund, warum ich meine, dass wir es hier mit einem guten Konzept zu tun haben, ist der Weg, wie es entstanden ist. Nämlich die breite Beteiligung, die Frau Winkler und ihre Kolleginnen und Kollegen diesem Konzept haben angedeihen lassen. Es wurde über mehrere Monate erarbeitet und diskutiert. Es wurden mit diverse gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure einbezogen, Migranten-Selbstorganisationen und diverse andere Vereine und Initiativen. Es hat eine öffentliche Anhörung gegeben. Es hat ein öffentliches Beteiligungsverfahren gegeben. Die Ergebnisse sind ja auch hinten ans Konzept angehängt. Es wurde in allen Ortsbeiräten und Ortschaftsräten ausführlich diskutiert und wir haben es auch in allen Ausschüssen von allen möglichen Seiten untersucht und diskutiert. Ich finde, diese Punkte sprechen eindeutig dafür, dass man diesem Konzept zustimmen sollte, was die SPD-Fraktion an dem heutigen Tag auch machen wird. Gleichzeitig will ich auch betonen, dass es meiner Meinung nach natürlich in die richtige Stoßrichtung geht, denn den Integrationswillen, den viele Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Stadt mitbringen und den wir immer wieder erleben, der muss gefördert werden, statt blockiert werden. Und auch da muss sich selbstverständlich die Stadtverwaltung mehr öffnen und diese Menschen auch mehr einladen, am gesellschaftlichen Leben in dieser Stadt teilzuhaben. Und eine Anmerkung sei mir auch noch erlaubt. Wir haben mit dem interfraktionellen Änderungsantrag der Rot-Rot-Grünen Kooperation im Ausschuss für Allgemeine Verwaltung eben wichtige Änderungen und wichtige Beiträge aus den Ortsbeiräten und Ortschaftsräten aufgenommen. Und außerdem hat die Rot-Rot-Grün-Orangene Kooperation auch mit dem Haushaltsbeschluss im letzten Dezember die Ausfinanzierung der Maßnahmen, die für 2015 und 2016 geplant sind, getätigt. Und deswegen steht auch der Umsetzung in diesen beiden Haushaltsjahren überhaupt nichts im Wege. Insgesamt komme ich zu dem Schluss, dass wir hier eine gute Arbeitsgrundlage haben, um für die nächsten 5 Jahre Integrationspolitik in dieser Stadt zu machen. Und da dieses Konzept von 2015 bis 2020 gelten soll und wir jetzt schon den Mai 2015 haben, lassen Sie uns doch jetzt einfach anfangen, diese Politik auch umzusetzen, indem wir das heute beschließen. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahre 1685 wanderten Zehntausende religiös verfolgte Hugenotten aus Frankreich in das Heilige Römische Reich deutscher Nation ein. Auch kamen beispielsweise viele italienische Handwerker und Baumeister und Künstler im 17. und 18. Jahrhundert in die deutschen Lande, um uns Deutschen damals modernes Bauen beizubringen. Anders ausgedrückt, sie gehörten zur Elite in ihren Heimatländern und wurden noch mehr sogar zu den absoluten Spitzenkräften in Sachsen, Brandenburg-Preußen oder anderswo in Deutschland. Und es besteht für mich kein Zweifel daran, dass der Aufstieg Preußens zur europäischen Großmacht maßgeblich auch durch die zahllosen Glaubensflüchtlinge gerade aus Frankreich begünstigt wurde. Gab es jedoch jemals große Integrationsprobleme mit jenen Einwanderern? Nicht, dass ich wüsste. Gewiss lebten sie ihre heimischen Bräuche und Sprachen zunächst fort, bereicherten aber uns Deutsche in vielerlei Weise über Generationen hinweg, aber haben sie sich mit der Zeit schließlich assimiliert und sind in die deutsche Nation und Kultur hineingewachsen. Doch waren sie, und das ist entscheidend, von Beginn an ein integraler Bestandteil ihrer neuen Heimat geworden. Liebe Kollegen, ich will etwas provokativ fragen, haben wir heute tatsächlich ein Integrationsproblem oder ist es vielmehr vielleicht sogar eher ein Qualitätsproblem? Ohne jetzt Menschen nach Qualität und Nützlichkeit für die deutsche Gesellschaft allgemein und die Dresdner Gesellschaft insbesondere zu bewerten, da gibt es genug Lektüre auch von 68er-Aussteigern wie Gunnar Heinsohn, können Sie gerne lesen, stellt sich die Frage, was uns das vorliegende Integrationskonzept zur Bewältigung der anstehenden Herausforderung Wegweisen, Ideen und Maßnahmen präsentiert. Tatsächlich sind es über 100 bedruckte Seiten,
aber darunter nicht ein einzig wirklich konstruktiver, umsetzbarer Vorschlag. Das ist ein beispielloses Kunststück. Und da steht geschrieben in diesem Konzept, mit schönen Worten von Chancengleichheit gewährleisten, Potenziale erschließen, aus Vielfalt wird Stärke, kulturelle Orientierung und Öffnung weiter vorantreiben, Interkulturalität leben. Ich könnte diese Phrasen dem Konzept weiter fortzitieren und diese Plattitüden endlos fortsetzen. Teilweise kommen diese Zitate sogar mehrfach im Konzept vor. Selbst der Verfasser scheint irgendwann einmal die Zeit oder die Lust verloren zu haben, sich neue Worthülsen auszudenken. Oder was versteht das Integrationskonzept eigentlich unter Integration? Sind es die Schwimmkurse für muslimische Frauen als dauerhafte Einrichtung? Sind es die Steigerungsraten im Dolmetscherdienst? Sind es unzureichende Sprachkurse, die für zu geringe Teilnehmerzahlen allerdings zu teuer sind? Oder sind es gar die widersprüchlichen Aussagen zu frühkindlicher Mehrsprachigkeit? Denn nach langer Lobpreisung frühkindlicher Mehrsprachigkeit heißt es dann plötzlich, andererseits laufen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, Gefahr, keine Sprachen richtig zu beherrschen und damit Probleme in der Schule zu bekommen. Immerhin einmal eine wissenschaftlich valide Feststellung in diesem Papier. Das sogenannte Konzept behauptet dann schließlich, der Begriff der Interkulturalität macht deutlich, dass Integration weder Assimilation noch Parallelgesellschaft bedeutet, sondern zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft unter Anerkennung ihrer kulturellen, sprachlichen oder religiösen Verschiedenheit ein Austausch, von dem alle profitieren, stattfindet. Im Integrationskonzept von 2009 hieß es dagegen noch, Ziel sei die Förderung der kulturellen Integration der Zugewanderten beim gleichzeitigen Erhalt ihrer interkulturellen Vielfalt für die Stadt Dresden. Liebe Kollegen, die AfD-Fraktion lehnt in diesen Gründen den konzeptlosen Unsinn ab. Sie kann ihn nur ablehnen. Wir fordern eine Neufassung und dabei eine Schwerpunktlegung auf konkrete, umsetzbare und vor allem auch durchfinanzierte Lösungsansätze. Integrationspolitik, die auf uns zukommt, ist eine zu wichtige Frage, als dass sie mit Plattitüden und Phrasen, wie es in diesem Papier, einfach abgetan werden kann. Wir müssen diese Verantwortung ernst nehmen und unterstützen daher ausdrücklich den Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Vielen Dank. FDP-Fraktion, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, auch die FDP, Freie Bürgerfraktion, wird den Antrag der CDU auf Rücküberweisung in die Ausschüsse unterstützen. Auch wir sehen natürlich die Arbeit, die in diesem Konzept steht. Es ist viel aufgeschrieben worden. Es sind auch interessante Ansätze, die auch unsere Meinung in der Diskussion um Asylbewerberstandorte unterstützen und stärken in der Diskussion, die im November, Dezember geführt worden ist. Herr Drees, Sie sprachen bei Ihren vier Punkten, die aus Ihrer Sicht für das Konzept sprechen, auch an die Mehrheitsgesellschaft, wo Sie sagen, dass die Belange der Dresdner bei diesem Konzept eben mit berücksichtigt worden sind. Wir sehen gerade diesen Punkt eben nicht berücksichtigt. Gerade die Anregungen aus den Ortsbeiräten, die gekommen sind, um Asylbewerberstandorte, auch in der Diskussion wieder rückblickend auf November, Dezember, werden eben in dem Konzept nicht mit eingearbeitet. Gleichzeitig ist es schon interessant, daraus zu lesen, dass in dem Konzept zum Beispiel Stadtgebiete bewertet werden durch ihre Situation, die durchaus auch unseren Meinung stärken. Aber dann ist es natürlich gerade interessant, dass diese sogenannten dort geführten Problemstandorte in der wo neue Standorte für Asylbewerberheime, für dezentrale Unterbringungswohnungen geschaffen werden, gerade überproportional bedient werden. Wir haben in der Diskussion im Sozialausschuss, im Ausländerbereich immer wieder die Diskussion, dass wir in Dresden den Fehler unterbinden sollten,
Problem, Stadtgebiete zu schaffen. Wir sehen in dieser Vorlage gerade, was Gorbitz, Prohlis, Leuben anbetrifft und die Entwicklung der letzten Monate uns bestärkt, dass diese Entwicklung vorangetrieben wird durch die Asylpolitik, die in der Stadt betrieben wird, mit den Standorten, die gesucht werden. Aus dem Grund lassen Sie uns an dem Konzept weiterarbeiten. Es ist wichtig, aber auch was gerade was die Union in ihrem Antrag sagt, es muss Rechten und Pflichten geben auf beiden Seiten und das ist in diesem Konzept total bei Null. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. CDU-Fraktion wird nochmal das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir bei Fraktion Die Linke, Herr Musculus. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, wir haben heute über ein Konzept zu entscheiden, ein ausführliches Konzept, weit über 100 Seiten, sind mit vielen Maßnahmen beschrieben. Es sind nicht nur Maßnahmen beschrieben, es sind auch Vorschläge und eine Leitidee vorangestellt, von der wir uns leiten können. Und lassen Sie mich deshalb nochmal auf den Deutschen Städtetag zu sprechen kommen. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahly ist der Präsident des Deutschen Städtetags, hat die letzte Präsidiumssitzung im Frühjahr dieses Tages unter das Motto gestellt: Hilfe für Flüchtlinge ist Menschenpflicht, Integration braucht Akzeptanz. Und dann weiter: Weltoffenheit und Toleranz statt Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sind Menschenpflicht und für unsere moderne Stadtgesellschaften elementar. Deshalb engagieren sich die Städte in Deutschland in hohem Maße, Asylbewerber und Flüchtlinge aus Krisengebieten zu versorgen und in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Und deshalb werben die Städte für Toleranz gegenüber den Menschen, die in der Not zu uns kommen. Ich denke, dieser Leitgedanke, ausgesprochen für die deutschen Städte, für die Stadtgesellschaften in Deutschland, gilt selbstverständlich auch für Dresden. Und jetzt nehmen wir mal das vorgelegte Konzept als Maßstab dazu. Entspricht es diesen Prinzipien, diesen Anspruch, der dort formuliert worden ist? Ich denke, ja, es ist damit eine wichtige Aufgabe erfüllt. Es sind Maßnahmen beschrieben worden. Es wird von einer Leitidee ausgegangen, wie dieses Konzept, das wir ja nicht heute zum ersten Mal diskutieren, sondern es ist ja im Grunde genommen eine Fortschreibung des Integrationskonzeptes, wie diese umgesetzt werden können. Es sind in dem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, aus meiner Sicht mehr als Phrasen und Plattitüden. Es sind aber auch mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, eine schöne Ideensammlung, mehr als eine schöne Ideensammlung. In Ihrer Begründung schreiben Sie, ja, es ist eine Ideensammlung, die jetzt aber, und das ist dann im Antrag formuliert, konkreter untersetzt werden muss, es muss messbarer sein und so weiter. Jetzt könnten wir uns natürlich lange migrationssoziologisch unterhalten, an welchen Kriterien Integration gemessen wird. Sie schreiben weiter, es muss deutlicher werden, wer verantwortlich ist und wie der Finanzrahmen für die beschriebenen Maßnahmen, welcher Finanzrahmen dort zu gelten hat. Ich möchte hier nochmal betonen, wir haben ein Konzept, ein Integrationskonzept vorgelegt. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass Sie bei irgendeinem anderen Konzept auf den tollen Gedanken dann gekommen sind, dort zu fordern, es müssten jetzt der Finanzrahmen beschrieben werden. Wir haben ein Wohnkonzept hier diskutiert. Wir haben ein Konzept zur Integration von Menschen mit Behinderung hier beschrieben. Niemals kam dort die Forderung, jetzt wollen wir auch mal genau wissen, was das alles kostet, sondern das ist dann immer wieder in konkreten Anträgen umgesetzt worden. Wenn es um die Schulstandorte ging und die Barrierefreiheit oder was auch immer. Oder wir haben Konzepte entwickelt für die Förderung älterer Menschen, die Teilhabeförderung für psychisch Kranke, für ältere Menschen, alles Konzeptionen vorgelegt und niemals sind Sie dort auf den Gedanken gekommen, was im Konzept, beim Konzept zu fordern, was kostet das alles, sondern die Maßnahmen, die dann im Einzelnen umgesetzt worden sind, die mussten dann natürlich finanziell unterlegt werden, weil es daraufhin Umsetzungsanträge gab in der Vergangenheit. Und insofern ist Ihr Vorschlag, man möge doch jetzt mal genau beschreiben, was der finanzielle Rahmen ist und wer dafür verantwortlich ist, auch etwas verwegen. Ich möchte Ihnen noch mal ein gedankliches Beispiel dafür bringen. Es ist hier aufgelistet worden, ein Appell
zur Integration an die gesamte Stadtgesellschaft. Hier sind nicht nur Maßnahmen beschrieben, wofür die Stadtverwaltung alleine verantwortlich ist. Sie wissen ganz genau, dass für Sprachkurse zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit ist. Wenn Sie jetzt die Forderung aufmachen, Sie möchten den Finanzrahmen wissen, dann frage ich Sie mal, wie viele Migranten, Asylbewerber werden im Jahr 2020, denn so lange geht ja dieses Konzept, an einem derartigen Deutschkurs dran teilnehmen? Wie viel wird das kosten? Und woran messen wir dann, ob das eine gelungene Integration dann gewesen ist im Jahr 2020? Ich denke, Ihre Vorstellung hier, das finanziell zu untersetzen, dem kann ich bei einzelnen konkreten Maßnahmen folgen, aber nicht bei diesem Konzept. Weiterhin möchte ich nochmal auf eine Maßnahme eingehen, was Sie hier aufgeschrieben haben. Konkrete Ziele, Verantwortlichkeiten benennen und die Migranten auch als Adressaten benennen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite Sie herausgelesen haben, dass die Migranten in unserer Stadt Dresden nicht die Adressaten dieses Konzeptes sind. Ja, das möchte ich gerne wissen, auf welcher Seite oder wo Sie das herausgelesen haben. Auch Ihr geforderter Maßnahmekatalog mit positiven und negativen Erfahrungen. In einem Konzept gehe ich in der Regel natürlich so vor, dass ich die positiven und negativen Erfahrungen aufarbeite. Sie sind auch aufgearbeitet worden. In der Anlage 2 finden Sie auf 4 eng beschriebenen Seiten Dinge, Gespräche, Hinweise, die alle verarbeitet worden sind, positiver und negativer Art. Und Sie können dort nachlesen, was dort aufgenommen worden ist und was nicht aufgenommen worden ist. Wir haben uns mit unserem Änderungsantrag im federführenden Ausschuss bemüht, Hinweise aus den Ortschaftsräten und Ortsbeiräten aufzunehmen. Es ist ja nicht so, dass dort nicht reagiert worden ist. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich an Sie appellieren, nehmen Sie Ihre sehr ultimativ geforderte Aufforderung zurück, entweder Ihren Änderungsantrag anzunehmen oder dieses ganze Ding abzulehnen, sondern überlegen Sie sich nochmal, es sind Änderungen vorgenommen worden im Konzept, es ist eine gute Grundlage für die Arbeit in den nächsten 5 Jahren und viel wichtiger als 123 beschriebene Seiten eines Konzeptes sind die konkreten Maßnahmen, die wir in unserer Stadtgesellschaft in Richtung Willkommenskultur und Integration tatsächlich durchführen. Die Umsetzung, ich komme zum Ende, die Umsetzung des Konzeptes ins Leben, in die tatsächliche Integration, ist viel wichtiger als viele, viele Seiten, aus meiner Sicht beschriebene, gute Konzeptionsseiten. Und deshalb nochmal mein Appell, bitte stimmen Sie unseren Änderungsantrag auf der Grundlage des federführenden Ausschusses zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Hofsommer. Nee? Sieht anders aus. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses ist ein gutes Konzept. Dieses Konzept schafft gute Leitplanken für die Stadtgesellschaft in einem sehr zentralen und wichtigen Thema. Viele Gründe, warum wir dieses Konzept begrüßen und ihm natürlich zustimmen werden, hat der Kollege Musculus und der Kollege Viktor Drees schon genannt. Ich bin aber sehr erstaunt darüber, dass nachdem dieses Konzept breit wie keine andere Vorlage der Verwaltung, nämlich insgesamt in 12 Ausschüssen und Beiräten, in 19 Ortsbeiräten und Ortschaftsräten beraten wurde, dann gestern am 27. Mai ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion gestrickt wird. Am 27. Mai von der CDU-Fraktion, die sich in diesen Ausschussberatungen zwar mehr oder weniger kritisch nörgelnd, aber kein bisschen konstruktiv an diesen Debatten beteiligt hat. Dieses Papier, dieser Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt, das merkt man an ganz vielen Formulierungen. Aber ich sage Ihnen, dieser Antrag ist nicht geschrieben, um etwas zu ändern, sondern er ist von Ihnen eingebracht worden als Feigenblatt dafür, dass Sie eine integrationsfeindliche Politik machen und dass Ihre Kräfte die Weltoffenheit nur als Lippenbekenntnis hier in den Mund nehmen, sich durchgesetzt haben in Ihrer Fraktion. Es ist das Feigenblatt, dieses Konzept abzulehnen. Und damit schlägt sich die CDU in einer zentralen Frage der Stadtpolitik in die Büsche. Dafür sollten Sie sich schämen.
Und sie gehen eine unheilige Allianz ein. Eine Allianz ein mit Pegida-Sympathisanten der AfD und mit in dieser Frage nun offenkundig rechtspopulistisch agierenden Teilen der FDP. Sie sagen, mit der Nichtannahme Ihres Antrages lehnen Sie das Integrationskonzept ab. Damit lehnen Sie sehr wichtige Maßnahmen, die notwendig sind, um Dresden in der Frage der Integration nach vorne zu bringen, ab. Und damit nehmen Sie auch Schaden oder billigen Sie Schaden dieser Stadt zu. Sie verhalten sich in dieser Frage verantwortungslos. Das sage ich Ihnen in aller Klarheit. Und deshalb ist das, und darüber sollten Sie auch mal nachdenken, Ihr Verhalten eine Ohrfeige für Ihre abgetretene Oberbürgermeisterin Helma Oros. Ihre Unterschrift trägt nämlich dieses Konzept. Und sie hat dahinter gestanden und sie hat es als Verwaltung auf den Weg gebracht. Das ist eine Dolchstoßpolitik gegenüber Ihrer Oberbürgermeisterin und das müssen Sie sich auch gefallen lassen. Deshalb sagen wir ganz klar, dieses Integrationskonzept ist eine Richtschnur, hinter der sich die Dresdner Stadtgesellschaft, die Stadtverwaltung und alle stellen sollten. Und diejenigen, die sich im Rat nicht dahinter stellen, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie integrationsfeindlich agieren. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Als nächster Redner für die Fraktionslosen, Herr Green. Tja, meine Damen und Herren, Sie legen uns hier 100 Seiten Vorlage vor, vielleicht in der Hoffnung, dass es niemand liest. Macht ja auch Sinn, denn wenn Sie es auf wenigen Seiten zusammengefasst hätten, dann würde der Steuerzahler wahrscheinlich aufschreien, was sie mit seinem Geld machen. Nur ein Beispiel. Gegenwärtig läuft der Kita-Streik und die Verwaltung sagt, die Forderungen sind ja unbezahlbar. Aber für die Flüchtlinge wird das 3,5-fache dessen ausgegeben, was die Forderungen im Kita-Streik sind. Und wenn ich sowas sage, habe ich dazu wie meist eine prominente Quelle. Das hat der Präsident des Städtetages von Niedersachsen dieser Tage so prägnant zusammengefasst. Interessant an dem, was Sie uns hier vorlegen, sind eigentlich mehr die 20 Seiten anhängender Beschlüsse. Lediglich der Ortsbeirat von Klotzsche und der Gemeinderat oder der Ortschaftsrat von Schönborn haben sich getraut, dem Wählerwillen Rechnung zu tragen und die Vorlage abzulegen. Und Sie legen uns etwas vor, was so alt ist wie die Zeitung von vorgestern. Und der Redaktionsschluss der Vorlage war Mitte September 2014, also etwa zum Wahltermin in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und danach, das wissen Sie, danach wurden alle Schleusen geöffnet und die Asylflut ist in nie bekannter Vehemenz über unser Land hereingebrochen. Und so fällt es wieder einmal der NPD zu, die aktuellen Zustände in Sachen Menschen mit Migrationshintergrund und die Probleme damit zu benennen. 3 Morde in Dresden bereits in den ersten 4 Monaten dieses Jahres, und zwar innerhalb von Asylantenheimen. Und die Oberbürgermeisterin besucht diese Herrschaften danach in ihrer Asylantenwohnung und trank Tee, der Mörder war unter den 5 Besuchten. Eine derartige Panne zeigt, dass sie nie und nimmer mit dieser Möglichkeit gerechnet hatte, denn sonst hätte sie dieses Fettnäpfchen wahrscheinlich umgangen und hätte eben keinen Besuch gemacht. Wer privat naiv sein will, bitteschön. Aber eine solche Blauäugigkeit an der Verwaltungsspitze, ein derartiges Maß von Realitätsverlust, das schadet unserer Stadt. Und es gibt einen weiteren Fall von bodenloser Naivität, der diesmal sogar zum Tod geführt hat. Es war am 31. Januar in der Nähe vom Dreikaiserhof wurde dieses neue Asylantenheim eröffnet. Ich rede ungern über Abwesende, aber Frau Dr. Kurz ist leider nicht da. Ich hätte das Gleiche natürlich gesagt, wenn sie anwesend ist. Herr Dr. Kurz war dort. Wir haben uns kurz unterhalten über die Größe dieser Duschkabinen und dass wir zufällig in der gleichen Stadt studiert hatten. Und dann habe ich Sie gefragt, sagen Sie mal, diese riesigen Messer, die Sie hier als Erstausstattung auslegen, ist das bei dem Temperament der Herrschaft nicht ein bisschen gefährlich? Nö. Und 3 Monate später sind just genau mit diesen Messern, die die Stadtverwaltung dort als Erstausstattung in den Asylantenheimen ausgelegt hat, an genau dieser Stelle sind 2 aufeinander losgegangen und einer ist erstochen worden. Ich bringe Ihnen ein Zitat. Wir haben in unseren Heimen eine beträchtliche Anzahl mehrfach straffälliger Asylanten aus nordafrikanischen Städten.
Das sind eben nur mal Kulturkreise, da werden Auseinandersetzungen mit dem Messer ausgetragen. Und das ist nicht von irgendeiner, Zitat Ende, das ist nicht von irgendeiner rechtsradikalen Internetseite, sondern wer hat es gesagt? Der oberste Polizist des Landkreises Bautzen vor einer Woche vor dem Kreistag von Bautzen. Meine Damen und Herren, das ist die Realität, die Ihnen von Ihren eigenen Leuten gesagt wird. Und warum nehmen Sie nicht wenigstens das zur Handlungsmaxime statt einem traumtänzerischen 100-Seiten-Konvolut? Ich erwarte nicht, dass Sie die gleiche Meinung zu den geschilderten Fakten vertreten wie ich. Und ich weiß natürlich, dass Sie meine Lösungsansätze nicht umsetzen werden. Aber eines wird es mir der NPD nicht geben, dass diese Fakten nicht genannt werden und stattdessen 100 Seiten Ringelpiez mit Anfassen als Wirklichkeit dargestellt werden. Damit verhindern Sie bitte bestimmt keine Auseinandersetzung mit den Herrschaften untereinander und Angriffe auf die Bevölkerung. Schauen wir nach Leipzig, Eisenbahnstraße. Seit 3 Tagen arbeitet die Polizei dort am Limit. Es müssen Polizisten von anderswo herangezogen. Es werden Straßensperren aufgeführt, damit 2 verschiedene Clans von Menschen mit Migrationshintergrund sich nicht gegenseitig abstechen. Schauen Sie nach Berlin in dieses Spaßbad, das den 3. Tag hintereinander von der Polizei total geräumt werden musste. Und jetzt zitiere ich die Berliner Zeitung, weil 100 adrenalinstrotzende arabische Jugendliche die Sicherheit im Badebetrieb nicht mehr zuließen. Meine Damen und Herren, glauben Sie denn, dass es in Luga und Großschachwitz anders werden wird, wenn Sie dort gleich 2 sogenannte Clearingstellen, eigentlich Erstaufnahmestadien, eröffnen? Nein, denke ich nicht. Nehmen Sie dieses Konzept wieder mit und schreiben Sie das hinein, was wirklich Sache ist. Wir werden dem Ergänzungsantrag zur CDU Enthaltung machen. Es geht ein kleines Stück in die richtige Richtung, aber es ist natürlich viel zu wenig. Danke. So, als weiterer Redner Herr Dr. Lames, Herr Löse, Herr Engemeier. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, insbesondere keine Sorge, ich werde Ihnen jetzt nicht zu dieser Rede, die vorhin dann zu Ihrer halben Unterstützung gehalten worden ist, und gewisse Speichelreste sind hier auch noch auf dem Pult, werde ich Ihnen nicht gratulieren. Das wäre auch vollkommen unangemessen. Nur eine Bemerkung ist mir dann doch gestattet. Ich denke, dass man Kriminalität bekämpft durch Anwendung von Strafrecht und durch präventive Maßnahmen, aber nicht durch Verteufelung von Minderheiten, die unseren Schutz suchen. Und alles andere ist Suggestion, die schon oft ins Unheil geführt hat, und das sollten wir nicht mitmachen. Nein, ich will zwei Unterschriften noch mal aufgreifen, die in dieser Vorlage hier mir aufgefallen sind. Und das ist die eine von Ihnen, Frau Walter, als Ortsvorsteherin des Ortschaftsrates Schönfeld-Weißig. Der hat diesem Konzept im Rahmen dieser umfangreichen Beteiligung von allen Gremien, die es angeht, mit 15:1 angenommen. Das haben Sie unterschrieben, das Protokoll. Und eine andere Unterschrift will ich den Kolleginnen und Kollegen von der CDU auch noch mal in Erinnerung rufen, dieses Gesamtkonzept, das ist kein Teufelswerk von Rot-Rot-Grün in irgendeiner Form, wie es hier auch suggeriert wird, sondern dieses Gesamtkonzept trägt die Unterschrift von Helmer Oros. Und ich denke, das ist doch eine Oberbürgermeisterin gewesen, die von der CDU gestellt worden ist. Ja? Und da reden wir jetzt in der Vergangenheit, das ist so. Aber ich kann nicht so richtig verstehen, warum man jetzt so tut, als wollte man sich von all dieser Arbeit, die dort geleistet ist, worden ist, auch unter der Verantwortung von Frau Oros, einfach so verabschieden. Ich finde das ein völlig unangemessenes Fischen am rechten Rand, von dem ich nur hoffen kann, dass es nach den Wahlen dieses Jahres zu Ende ist und Sie dann zu einer sachlichen Arbeit auch zurückkehren können. Ich glaube, dass dieses Konzept eine wirkliche Grundlage für eine sachliche Arbeit ist, und deshalb sollten wir es heute beschließen. Herr Löse.
Ja, liebe Kollegen, verehrte Damen und Herren, Michael Schmelich hat für die Grünen zu Recht hier eine sehr emotionale Rede gehalten. Ich werde das vielleicht nicht ganz so emotional tun, aber in der Sache möchte ich ihn absolut unterstützen, denn ich glaube tatsächlich, was hier gerade geschehen ist, ist Folgendes: Die CDU surft im Prinzip im Schatten der AfD auf der Pegida-Welle, und das ist genau das, was Sie hier für den Wahlkampf inszenieren. Sie haben die Finanzierung der Maßnahmen abgelehnt. Sie wollten auch dieses Konzept ablehnen, war ja in der Zeitung zu lesen. Das war Ihnen peinlich. Deswegen haben Sie das hier geschrieben, um nicht ablehnen zu müssen und uns mit diesen Forderungen, die Sie auch eher hätten einbringen können, zu konfrontieren. Und ich sage es nochmal, die CDU surft im Schatten der AfD hier auf der Pegida-Welle. Und das ist für diese Stadt nicht gut. Zur AfD, vielen Dank, dass Sie heute endlich mal gezeigt haben, was Sie wirklich sind. Sie haben Ihre Maske in dieser Rede hier einmal ganz klar fallen lassen. Was Sie vorgebracht haben, ist völkisch. Es ist völkisch, wie Sie argumentieren. Sie fordern ein Konzept. Da ist das Konzept. Sie behaupten, Mehrsprachigkeit schadet dem Intellekt. Das ist das, was Sie uns hier erzählen. Vielleicht kennen Sie Familien, die mehrsprachig aufwachsen. Ich kann Ihnen berichten, meine Tochter ist in einer Schule in der Johanna, wo 4 Kinder im DATS-Unterricht sind, und es ist schwer für die Lehrerin, was sie dort leistet. Ist auch für die Kinder zum Teil interessant zu erleben, wie eben Leute, die kein Deutsch können, sich dort ganz schnell innerhalb von ganz kurzer Zeit einbringen. Und ich sage Ihnen, die Deutschergebnisse des kleinen Mädchens aus dem Benin sind besser als von denen, die zum Teil in Johannstadt dort mit völkisch-deutschem Hintergrund, wie Sie das vielleicht sehen, aufgewachsen sind. Und das alles negieren Sie nämlich mit Ihren Behauptungen. Und Sie fordern vor allen Dingen hier eine Qualität von Menschen. Und da sind Sie nicht mehr nur beim Völkischen, da sind Sie beim Rassistischen. Und das will ich mal hier so klar benennen. Nicht an Sie, Kollege, sondern an den Herrn von der AfD. Das sage ich hier ganz bewusst und sehr wohl gewählt. Und ich möchte klar sagen, es gibt Probleme mit Integration. Das ist richtig. Und es gibt auch in Deutschland ganz viele andere Probleme. Auch das ist richtig. Meinen Sie den? Integration, meine Damen und Herren, ist eine Herkulesaufgabe, und Sie machen genau das. Sie versuchen, die Stadtgesellschaft auseinander zu dividieren gegen die Leute, die hierher kommen und Hilfe und Schutz suchen. Und das beste Beispiel dafür ist Ihr großer OB-Kandidat, auf den Sie zeigen könnten jetzt, der sich bei einer syrischen Familie zum Kaffee einlädt, und wir konnten es alle lesen, was dann passiert. Dann wird gekuscht, und das Ganze war eine Publicity-Nummer. Ich behaupte tatsächlich, Sie wollen im Prinzip die Angst, die in dieser Gesellschaft vielleicht bei einigen besteht, Sie wollen das ausspielen, Sie wollen die Migranten gegen die Stadtgesellschaft auseinanderdividieren, und das ist eine Haltung, die wir aus humanistischen Gründen absolut ablehnen. So, als nächster Herr Engelmeier, dann Herr Donhauser, Herr Engler, Herr Gielke. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe verehrte Stadträte und Stadträtinnen, noch ein paar Worte zur AfD. Die AfD hat kritisiert, dass das Konzept keine konkreten Maßnahmen benenne und sich in Phrasen verfänge. Da steht nur sowas von interkultureller Orientierung und Öffnung und so weiter drin. Lesen Sie doch mal einfach ein bisschen was vor, falls die AfD nicht selbst lesen kann. Zum Beispiel steht zu den kommunalen Angeboten und Dienstleistungen tatsächlich die interkulturelle Orientierung und Öffnung des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen, sowie der kommunalen Kindertageseinrichtungen. Und nächste Spalte stehen die konkreten Maßnahmen, zum Beispiel schrittweise Gewährleistung mehrsprachiger Öffentlichkeitsarbeit, Nutzung mehrsprachiger Informationsmaterialien, Übersetzung des Regelschriftsverkehrs, Informationsmaterialien, Gemeindedolmetscherdienst, da stehen ganz konkrete Maßnahmen, die sind ganz konkret umsetzbar, die sind sinnvoll, die sind überschaubar, und Phrasen habe ich da nicht gefunden. Aber Phrasen gab es doch. Sie haben von Assimilation gesprochen, von Assimilation, also assimilieren, das tun die Borg, hoffentlich verschwinden sie bald im Hyperraum. Die FDP
hat sie es ja auch leicht gemacht. Sie hat gesagt, ach liebe CDU, ihr überweist das zurück an die Ausschüsse. Nein, die CDU überweist es nicht zurück an die Ausschüsse. Lesen Sie den Antrag der CDU. Die CDU will das an die Verwaltung zurücküberweisen und von der Verwaltung überarbeiten lassen. Herr Genschmer, lesen Sie den Antrag und dann entscheiden Sie sich vielleicht nochmal anders. Und dann tatsächlich zu Ihnen, liebe CDU-Mitglieder und Stadträte. Sie haben jetzt schon öfter hier, und das ist eigentlich ein guter Schritt, sich sozusagen immer zum Verteidiger der Voten auch der Ortsbeiräte und Ortschaftsräte gemacht. Das ist ein guter Schritt, die Ortsbeiräte und Ortschaftsräte zur Geltung kommen zu lassen. Lassen Sie sie doch hier zur Geltung kommen. 17 Ortschaftsräte, Ortsbeiräte haben diesem Konzept zugestimmt. Sie wollen ihm jetzt nicht zustimmen. Sie wollen es aufhalten. Ja, ja, Sie haben recht. 10 der Gremien haben Änderungs- und Ergänzungsvorschläge gemacht. Es wurden Änderungs- und Ergänzungsanträge aufgenommen. Aber 17, auch gerade die mit Ergänzungen und Änderungen, haben es angenommen. Haben es angenommen. Ich hätte es vollkommen verstanden und ich hätte es auch sinnvoll gefunden, wenn Sie andere Vorschläge für wichtig halten, dass Sie einen Ergänzungsvorschlag machen, dass zum Beispiel zur Fortschreibung des Konzeptes noch gewisse Punkte aufgenommen werden, die Sie für wichtig erachten, die Sie für nicht in dem Konzept enthalten. Gern, da hätte man sich auch verständigen können. Sie haben sich darauf berufen, dass der Punkt E in dem Antrag, den wir im federführenden Ausschuss beschlossen haben, dass es da vielleicht noch Abstimmungsbedarf gab. Wir haben da lange mit Ihnen geredet. Sie haben sich am Ende nicht bewegen wollen. Und selbst wenn Sie diesen Punkt E für so kritisch halten, Sie haben die Möglichkeit, hier eine punktweise Abstimmung zu beantragen. Das heißt, Sie können dieses Integrationskonzept, so wie es Frau Orosch unterschrieben hat, mittragen, ohne diese Änderungen zu übernehmen. Dann tun Sie doch wenigstens diesen Schritt und nehmen Sie sich nicht den kleinsten Haken, den Sie irgendwo finden können, um tatsächlich auch Frau Orosch Werk noch ein bisschen zu schmälern im Nachhinein. Überwinden Sie sich, stimmen Sie dem Antrag zu, stimmen Sie ihm am besten vollumfänglich zu und machen Sie den Weg frei, dass wir jetzt, wo wir dieses gute Konzept haben, es umsetzen können und nicht noch 3 extra Runden, Jahre, Monate, Quartale mit einer weiteren Überarbeitung verwenden. Als nächster Herr Donhauser und dann Herr Engler. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, ich stelle mir heute Abend schon die ganze Zeit die Frage, warum wir uns hier nicht vernünftig unterhalten können. Das macht man nicht. Ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört. Ich habe Herrn Dreves sehr aufmerksam zugehört, Herrn Musculus, alles sehr sachlich vorgetragen. Und sicherlich auch mit guten Argumenten. So nehme ich auch für uns in Anspruch, dass wir auch gute Argumente haben. Und Herr Schmelig, Sie kenne ich gar nicht so. Wartet, haltet doch mal den Mund. Ja? Ich kenne Sie gar nicht so. Wenn wir uns persönlich unterhalten, tauschen wir uns über so viele Sachen aus und sind uns oft auch einig. Und da verstehe ich nicht so richtig, warum man hier so austeilen muss und uns Sachen unterstellt, die ich ganz eindeutig zurückweise. Und ich kann mich auch sehr gut mit Frau Filiusen und mit Herrn Lösner unterhalten oder mit Herrn Dr. Lamis. Und wir haben auch telefoniert gestern und nochmal die Möglichkeit, oder ich habe nochmal die Möglichkeit an Sie herangetragen, ob wir dieses Konzept in die Verwaltung zurücküberweisen können und nicht, wie gerade der Pirat gesagt hat, das um Jahre oder Monate zu verschieben. Es wurde uns aber die Möglichkeit gegeben, 1-2 Monate über die Sommerferien doch Sachen einzuarbeiten, wo wir eben nicht den Zustand haben, dass wir, und dabei bleiben wir, wenn unser Änderungsantrag nicht angenommen wird, das Konzept ablehnen werden und nicht eben gespalten aus diesem Stadtrat heute rausgehen. Aber darauf wollen Sie sich genauso nie einlassen.
Und warum sollen wir, ist bloß eine Feststellung, warum sollen wir dem Ausschussbericht unbedingt zustimmen, wenn wir aber sagen, wir haben hier eine mindestens gleichwertige Antragslage, wo wir auch einen Anspruch nehmen können, warum stimmt ihr bei uns nicht zu? Und es muss doch in der Demokratie möglich sein, ohne dem anderen zu unterstellen, dass er irgendwas da im Schilde führt. Und ich weise das nochmal mit Pegida ausdrücklich zurück. Ja. Und ich weise auch ausdrücklich zurück, dass wir uns hier irgendwie im Schatten der AfD bewegen. Es war überhaupt die Diskussionslage in der Fraktion am Dienstag. Und es musste aber trotzdem möglich sein, in der Demokratie dann mal Nein zu sagen. Und deshalb ist mein Resümee heute, wir kommen wieder einmal nicht auf einen Nenner. Und deshalb ist mein Resümee, es wäre besser, wenn wir sagen, wir schieben das noch mal an die Verwaltung zurück, weil das stimmt auch nie ganz, was der Pirat gesagt hat. Natürlich ist es eine Vorlage der Verwaltung. Es ist nie die Vorlage des Stadtrates. Und natürlich hat die Verwaltung die Pflicht und deshalb auch das, was heute in der Zeitung stand von mir, mein Vorschlag, wir müssen uns überlegen, wie wir mit Voten von Ortsbeiräten und Ortschaftsräten jetzt nicht unbedingt hier im Stadtrat umgehen, sondern wie die Verwaltung damit umgeht, um das erneut vorzulegen. Denn es kann genauso nicht sein, und das gilt wechselseitig übrigens, da will ich uns gar nicht ausnehmen, dass wir uns immer vorwerfen, einmal nehmen wir die Voten der Ortsbeiräte für uns, weil es uns passt, und andererseits wieder nicht. Und diesen Konflikt könnten wir doch auflösen, wenn wir am Verfahren was verändern. Aber schlussendlich bleibt, und ich stehe voll hinter Daniela Walter, schlussendlich bleibt, die CDU-Fraktion ist natürlich für Integration. Natürlich für Integration. Und ich muss noch mal auf den Pirat zurückkommen. Wir haben ein Ja, ist trotzdem ein Pirat. Und es gibt eine Konzeption. Es gibt die Konzeption von 2009 und die soll fortgeschrieben werden. Die Seite tut so, als hätten wir gar nichts in der Hand. Und zum Abschluss, ich muss Ihnen ganz eindeutig sagen, das ist nicht meine Welt hier. In dieser Art und Weise, wie wir mit umgehen. Ne? Und deshalb soll jetzt nicht oberlehrerhaft klingen. Muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Deshalb sollten wir uns wirklich bemühen. Und vielleicht ist der Wahlkampf auch ein bisschen schuld. Kann sein. Aber ab nach dem Wahlkampf zu einer Arbeit hier zurückzufinden, die wir schon mal hatten übrigens. Die einerseits, sage ich mal, für Dresden gut ist und andererseits uns auch als Stadträte ein gutes Gefühl geben, dass wenn ich zur nächsten Stadtratssitzung komme, eigentlich auch hier gerne sitze. Dankeschön. Als nächster Herr Engler und dann Herr Gielke und dann Herr Abinaujus. Ja, es wurden ja einige Äußerungen getätigt, auch gegenüber den AfD-Stadträten. Ich muss das hier mal klarstellen. Die AfD tritt mit unserem Kandidaten Stefan Vogel gegen Pegida und gegen Frau Festerling an. Wir kämpfen nicht mit denen. Weiterhin ist es eine Unverfrorenheit zu behaupten, die AfD-Stadträte, insbesondere auch meine Person, würden in irgendeiner Form mit Pegida tangieren oder mit denen arbeiten und so weiter. Gerade ich habe mehrfach, und das könnte auch Herr Lichti, wenn er sich erinnert, an die Sitzung der AG 13. Februar, Anfang dieses Jahres, habe ich eindeutig meine Vorbehalte gegen die Pegida-Bewegung geäußert. Und ich will ganz klar sagen, mein Problem ist der Name und die Intention, die am Anfang dieser Bewegung, am Anfang vor allem, war die Ausgrenzung von Islam als solche, als Religionsgemeinschaft. Und das kann ich nicht teilen. Ich sehe kein grundsätzliches Problem mit der islamischen Religion als solche. Das ist ein legitimes Bekenntnis, was jeder Mensch in Deutschland haben darf. Und ich will damit auch klarstellen, mir geht es auch darum,
und sicherlich auch dem einen oder anderen oder sehr vielen, die an den Pegida-Demonstrationen teilnehmen, dass gerade auch hier zu unserer Linken die doch recht attraktiven Damen auch noch in 50 Jahren so sich kleiden können, wie sie es gerne möchten, auch ob es denn den Umständen angemessen ist oder nicht. Und ich möchte noch einmal betonen, das, was der Herr Engelmeier hier vorgelegt hat, was in dem Papier als brauchbare Konzepte steht, da wird von Geschenken gesprochen, die er dort vorgetragen hat. Ich will einfach nur an Ihren Altkanzler Gerhard Schröder erinnern, also kollektiv für die ganze linke Gruppe hier. Er sprach von Fördern und Fordern und das sollten Sie sich auch für die zugewanderten Menschen zu Herzen nehmen. Als nächster Redner Herr Gielke, dann Herr Avenarius und Frau Pilosine. Sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich versuche jetzt mal zurück zum Thema zurückzukommen. Es geht um Integration. Was bedeutet Integration? Was es für Sie bedeutet, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, was es für mich bedeutet. Integration bedeutet, dass etwas zusammenkommt und zusammenpasst. Das ist Integration. Und wenn wir dieses Konzept mal nehmen auf der Seite 79, dort gibt es einen Satz: In dem Jahr 2013/14 konnten 2 Schwimmkurse für muslimische Frauen im Hallenbad Klotscher angeboten werden. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist das Integration oder eventuell Doppelgesellschaft? In meinen Augen ist es eine Doppelgesellschaft. Sollte das nicht so sein, dann können Sie mir natürlich gerne mit Argumenten kommen und mir erklären, warum das nicht so ist. Und eine Doppelgesellschaft gehört nicht in ein Integrationskonzept. Vielen Dank. Herr Avenarius als Nächster. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Donhauser, ich möchte Ihnen zunächst mal für Ihren wohltuend sachlichen Beitrag danken. Und ich möchte Ihnen auch gestehen, dass Sie mir mit einigen Formulierungen sogar aus dem Herzen gesprochen haben. An dem Problem, was wir heute haben, ändert es natürlich nichts. Wir sind im Grunde genommen zurückversetzt in die Situation vor Weihnachten, als es um die Unterbringung von den Asylbewerbern ging. Wir sind in einer Situation, in der wir, jetzt spreche ich die CDU an und ich spreche die FDP an, in der wir sie verdammt gut brauchen könnten. Sie kneifen aber. Sie haben letztes Mal schon ihre Oberbürgermeisterin im Regen stehen lassen. Jetzt kritteln Sie an dem Konzept rum. Es ist heute schon wiederholt gesagt worden, es ist ein Gesamtwurf. Natürlich findet man an so etwas immer das ein oder andere, was einem nicht gefällt. Aber deswegen zu sagen, nachdem es so lange diskutiert wurde, Sie so viele Gelegenheiten hatten, sich da einzubringen, jetzt zu sagen in letzter Minute, wir sind doch nicht dabei wegen 2, 3 Kleinigkeiten, Das ist einfach verdammt schade und es ist dem, was Sie gesagt haben, zuwiderlaufend. Wie gesagt, wir könnten Sie gut brauchen hier. Und wenn ich sowas höre, Entschuldigung, Herr Knielke, aber das ist doch so, Entschuldigung, so albern von einer Zwei-Kulturen-Gesellschaft zu sprechen, bloß weil es da Schwimmkurse über Stunden, über wenige Stunden für Frauen muslimischen Glaubens gibt. Was soll der Quatsch? Warum soll man sowas nicht haben in einer Stadt, die bei jeder Gelegenheit betont, dass sie Weltstadt ist, dass sie Metropole ist? Ja. Wir müssen uns doch nicht ernsthaft über sowas unterhalten. Und das war natürlich auch in Ihrem Antrag drin, dieser Schwimmkurs für die muslimischen Frauen. Und deswegen sich jetzt aus der Verantwortung zu stehlen, dafür habe ich kein Verständnis. Und das ist das Bedauerliche bei den Worten Ihres Fraktionschefs, die ich persönlich sympathisch, aber politisch eben auch nicht weiterführend fand. Vielen Dank. Als nächstes Frau Pliosine. Ich
Ich mache das von hier. Ich wollte nur eine Bemerkung machen, Herr Donhauser, weil Sie haben mich ja auch direkt angesprochen. Sie haben mich angerufen, das ist richtig. Ich wollte vielleicht nur noch mal einen Grund sagen für die Emotionen. Die finde ich an dieser Stelle durchaus angebracht. Ich habe die bei mir selber auch wahrgenommen. Und zwar nicht gestern, als wir miteinander telefoniert haben und wo ich Ihnen eigentlich, glaube ich, schon relativ klar sagen konnte, dass meine Fraktion keinen Grund sieht, nach den vielen und langen und ausgiebigen Ausschussberatungen und auch der Aufnahme verschiedener Anregungen in den federführenden Ausschussbericht noch mal was an die Verwaltung zurück zu überweisen. Ich habe aber den Antrag ja erst heute gesehen und dieser Antrag spielt eben genau wieder mit den Ängsten. Er trennt zwischen guten und schlechten Asylbewerbern. Letztlich schürt er die ganzen Ängste wieder und man konnte ja in dieser Debatte sehen, von welcher Seite Sie Applaus bekommen haben. Und ich kann hier auch nur sagen, mir tut es sehr leid, dass ich offenkundig, da bin ich bei Herrn Avenarius, weil wir könnten Sie da wirklich gut gebrauchen, um eine ganz breite Basis zu haben, dass sich die in Ihrer Fraktion die durchgesetzt haben, die da eben eher auf für dieses Klima des Auseinanderdividierens und eben genau nicht des Integrierens stehen. Frau Malberg und Sie, muss ich sagen, Ihre ganzen Bemerkungen heute deuten für mich, dass Sie genau da dazu gehören. Danke. Herr Genschmer. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die Zuschauer auf der Tribüne, die Zuschauer am Livestream ganz gut gesehen haben, dass durch die Mitte des Rates eine Linie geht. Die Linie geht seit der Kommunalwahl. Ich denke mal, Luft. Wie gerade von CDU, der Änderungsantrag oder der Vorschlag zur Rücküberweisung in die Verwaltung, an den Piraten. Danach kommt es auch wieder in die Ausschüsse. Herr Dr. Lames, Sie können sich gerne noch mal melden, dann können Sie im Anschluss auch noch mal vorgehen. Wir sind vom Dresdner gewählt worden, um eine sachliche Diskussion zu machen. Herr Schmählich, Herr Löser, Herr Lames, jeder in seiner Art und Weise, Sie haben es in Ihrer ruhigen Art gemacht, Herr Dr. Lames, trotz alledem sehr populistisch. Herr Schmählich, ich hatte Angst um Ihr Herz und habe gedacht, der Kopf platzt gleich. Aber egal. Nee, ja, ich bin Menschenfreund, also deswegen, ich will hier nicht, dass am Ende noch einer platzt. Der Unterschied, glaube ich, zwischen der rechten Seite von mir aus gesehen und der wird sein, wenn Sie, ähnlich wie die Vorlage im Dezember, Sie mit Ihrer Mehrheit durchbringen, dass wir es akzeptieren werden. Und ich bitte ganz einfach von Ihnen, das demokratische Recht einer anderen Meinung zu akzeptieren. Ich werde, auch weil es ja öfters wieder kam, im Wahlkampf meine Initiativen ergreifen, für meinen Kandidaten werben. Sie werden für Ihre Kandidatin werben. Am Ende müssen wir die Wahl akzeptieren und Sie sollten endlich akzeptieren, dass auf der rechten Seite auch teilweise mal andere Meinungen existieren. Und wenn unsere Meinung so falsch ist, dann werden wir es bei zukünftigen Wahlen merken. Wir kämpfen für unsere Überzeugung, genauso wie Sie das tun. Aus dem Grund, nehmen Sie ein bisschen die Emotionen runter, akzeptieren Sie auch unsere Seite, wie wir das bei Ihnen machen. Wie gesagt, es ist so, oder? Ja. Der Baufachmann kriegt gerade einen Lachanfall. Wir kriegen öfters bei Ihren Reden Lachanfälle. Wie gesagt, also danke für Ihre Aufmerksamkeit, wollte ich noch gerne mal sagen. So, meine Damen und Herren, mir liegen im Moment, wollte sagen, keine weiteren Wortmeldungen, aber es änderte sich spontan. Herr Gielke und dann Herr Dr. Bruns. Verehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, Herr Avenarius, Sie finden diese Überlegung mit dem Schwimmen ein bisschen albern. Gut, gehen wir doch mal nochmal in das Konzept hinein. Überlegen wir uns mal, wer kommt nach Deutschland. Jemand, der nach Deutschland kommen will, um zu arbeiten, der wird sich vorher was überlegen, wo werde ich wohnen, wo werde ich arbeiten. Wer kommt nach Deutschland und hat das nicht? Unter Umständen ein Asylbewerber. Und wir haben natürlich nicht nur Asylbewerber, die abgelehnt werden, sondern wir haben auch Asylbewerber, die ein Asylrecht bekommen.
die brauchen eine Wohnung. Dieses Konzept, so würde ich es mir freuen, wenn da eine Hilfe wäre, hilft aber nicht. Die brauchen eine Arbeit. Dieses Integrationskonzept wäre schön, wenn es helfen würde, hilft es aber nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das albern finden. Ich persönlich finde es nicht albern, ich finde es traurig. Vielen Dank. Herr Dr. Brauns. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich will nur kurz sagen, Herr Avenhaus, wir hätten Sie verdammt gut brauchen können. Von welcher Position aus reden Sie? Ich sagte die Worte genauso für uns. Wir hätten Sie verdammt gut brauchen können, damit wir ein Konzept hier erarbeiten können, was wirklich von der großen Mehrheit getragen wird. Wir sind aber nicht Ihr Anhängsel und Sie entscheiden, wann Sie uns brauchen können und wann nicht. Und wir machen von Ihrer Meinung unser Stimmverhalten nicht ab. Der Antrag zielte darauf ab, dass die Bedenken, die da sind, dass die Ergänzungen, die notwendig sind, aus unserer Sicht noch mit integriert werden können. Wenn Sie das nicht machen wollen, dann ist das Ihre Entscheidung. Aber wir springen nicht dann, wenn Sie wollen, dass wir springen sollen. Das machen wir nicht. Und hier sind Defizite. Und es ist ja nicht so, dass wir kein Programm haben. Wir haben ein beschlossenes und bestehendes Integrationsprogramm. Und das, was wir hier beschließen, ist eine Fortschreibung. Es ist also, wenn wir es heute nicht beschließen, nicht so, dass wir nichts hätten. Und es gibt da schon gewaltige Unterschiede. Und eins ist doch auch Ihnen sicher nicht entgangen, dass wir in Dresden eine durchaus schwierige Situation gesamtstädtisch haben. Wir haben Pegida. Und die Frage ist, dass man, und das denke ich, das sollten wir alle machen, mit diesem Thema sehr sensibel umgehen. Und das ist eine große Gefahr mit diesem Integrationskonzept, was wir haben, dass die gesamtgesellschaftliche Situation möglicherweise, sage ich ganz bewusst, nicht so wahrgenommen wird und nicht so aufnimmt, wie es erforderlich ist. Und dann bewirkt dieses Integrationskonzept, wenn Sie es denn beschließen, wenn wir Pech haben, und das will von uns niemand, das glatte Gegenteil. Und das ist unsere Sorge und deswegen wollen wir nach sehr intensiver Diskussion die Chance geben, hier nochmal nachzuarbeiten. Und das kann man am besten unter diesen Gesichtspunkten, die wir auch genannt haben, die Verwaltung noch einmal drüber geht und es überarbeitet. Das war unser Wunsch, das ist unser Angebot an Sie. Sie nehmen es nicht an und damit spalten Sie. So, da haben wir Herrn Schmählich nochmal. Herr Dr. Brauns, das kann man so nicht stehen lassen. Sie sind derjenige gewesen, der in allen Beratungen, wo wir sehr spät mit Änderungsanträgen kamen, immer wieder gesagt haben, man kann ja über Anträge reden, aber nicht, wenn sie zu einer Stadtratssitzung kommen oder wenn sie im Ausschuss vorgelegt werden. Das war übrigens ein langes Plädoyer, welches Sie gerade im Ausschuss für allgemeine Verwaltung das letzte Mal abgegeben haben. Und jetzt wollen wir in einer Frage, von der wir alle wissen, dass sie für Dresden in der Tat sehr wichtig ist. Weil nämlich in der Tat ist es so, dass Dresden über eine asylfeindliche Bewegung bundesweit sich keinen guten Namen gemacht hat, um es nett zu formulieren. Es ist also extrem wichtig, dass wir als Stadtrat Verantwortung übernehmen. Und es handelt sich hier nicht, Herr Dr. Brauns, um einen Antrag von Linken, SPD und Grünen, sondern um einen von der Verwaltung sehr gründlich vorbereitet, unter noch der Führung von Helmer Aures vorbereitetes Konzept. Und da hätte ich erwartet, dass Sie mit mehr Verantwortungsbewusstsein als ein Antrag, der am 27. Mai geschrieben wird für eine Stadtratssitzung, die am 28. stattfindet, umgehen. Und deshalb ist es kein Angebot an eine Mehrheit, sondern es ist das Verstecken hinter der Verantwortung. Und das bleibt leider übrig. Und deshalb sage ich mal an der Stelle ganz deutlich, Herr Donhauser, Ihre Intention in allen Ehren, aber Sie müssen auch deutlich machen, dass sich offensichtlich einige Falken bei Ihnen durchgesetzt haben. Und wenn Herr Dr. Brauns sagt, dass man sensibel mit dem Thema umgehen muss, gerade deshalb, weil die Situation in Dresden so ist, wie sie ist, dann sage ich sensibel ja, aber nicht ängstlich.
Ängstlichkeit bringt uns an der Stelle nicht weiter. Wir müssen schon als Stadtrat, als Verantwortliche, die im Grunde genommen von den Bürgern dieses Mandat haben, dann auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und nach einer solchen langen Beratungszeit, wo es keinen einzigen Änderungsantrag in den Ausschüssen, zum Beispiel von anderen Fraktionen gegeben hat, ist es mal endlich auch soweit, entscheiden zu müssen. Und die Verantwortung müssen Sie mit übernehmen, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn es dann so ausgeht, wie es wahrscheinlich heute ausgeht, ist das für das Image, welches Dresden in dieser Frage hat, weiß Gott, kein gutes Signal. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann kommen wir lieber schnell zur Abstimmung. Es liegt ein Ersetzungsantrag vor der CDU-Fraktion, den ich zunächst abstimmen würde. Und sofern er eine Mehrheit hat, ist das beschlossen. Sofern nicht, stimmen wir dann über den federführenden Ausschussbericht ab. Wer dem Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Zeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Nein. 29 Ja, 34 Nein, 2 Enthaltungen, damit abgelehnt. Wir stimmen über den federführenden Ausschussbericht ab. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Zeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. 35 Ja, 30 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen.